Das perfekte Wetter für eine Rebellion. Ganz genau. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Arma 3. Wir spielen die Vindicta-Mission im Zweiten Weltkriegs-Setting gegen das deutsche Afrika-Korps und gegen die polnischen, afrikanischen Milizen. Das hier ist der Versuch Nummer 5 oder so. Ich habe ja schon mal ein paar Folgen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die gelöscht habe. Also, kurzes Review. Wir spielen Arma 3. Wir spielen die Vindicta-Mission. Dort sind wir Resistance oder Widerstandskämpfer und so müssen die Städte befreien und können uns nur mit dem Material versorgen, das wir erobern vom Gegner. Ja, wir spawnen also nur mit einer Pistole vielleicht am Anfang. Städte einnehmen, Außenposten erobern. Es gibt Basen, wo die Gegner ihre Einheiten spawnen können. Jede Stunde kriegen die ein bestimmtes Kontingent, das sie einsetzen dürfen. Oder kommt drauf an, ob ein Spieler da ist oder nicht. Und Außenposten, wo sie Sachen hinbringen. Ich glaube, am Anfang spawnen an gewissen Außenposten schon Einheiten, aber nicht an allen. Die können sie aufbauen, die machen Konvois und so. Also der Feind spawnt nicht einfach um dich herum Gegner. Außer die lokalen Milizen, die Polizisten oder Sicherheitskräfte in Dörfern können das ein, zweimal machen. Aber das wird auch nochmal in Zukunft geändert. Das ist ja die Alpha. Also, wir spielen Zweiter Weltkrieg. Rebellion. Und ich hatte viele Probleme. Ich habe ja 3 Folgen gemacht, wie gesagt. Und da waren Fahrzeuge drin, die waren defekt. Bestimmte Sachen haben nicht funktioniert. Es gab einen Soundbug, der funktioniert. Der tritt auf, wenn nicht alle die gleichen Mods installiert haben. Das ist jetzt auch gelöst. Leute, ich kann euch sagen, ich habe so viele Stunden hier rein investiert, damit das läuft, damit ich das für euch aufnehmen kann. Der einzige Grund, warum keine Folgen da sind, war dieser Grund. Ja? Also, los geht's. Wir sind hier in, wie heißt der Ort? Der heißt Leaf City. Hier steht das doch, da oben. Leaf. Stable. Links oben, seht ihr das? Stabil. Das wollen wir ändern. Oder wollen wir das ändern? Wir müssen erstmal nach Intel fragen. Pass auf, wir werden das diesmal, oder? Ich meine, ich bin jetzt gerade alleine. Ist keiner da, der mitspielt. Ich wollte sowieso die erste Folge mal alleine machen. Ist die Frage, ob wir sterben oder nicht. Wir haben einen coolen Soundmod installiert. Der ist so gut, der macht die ganzen Zweite Weltkriegswaffen nochmal cooler. So, jetzt fragen wir ihn erstmal nach, möglichen feindlichen Außenposten, Polizeistaat. Ich finde, Polizei ist das falsche Wort. Ich würde es eher Sicherheits- oder Milizen nennen oder so. Rassmann North Police Station. Aber meistens ist die Polizei von irgendeinem Regime ja meistens indoktriniert. Ah, geil, Kaffee. So, da ist der Rassmann Airfield. Da ist die Polizeistation, da wollen wir aber nicht hin. Aha. Feruzabad ist eine. In, wie auch immer, die heißt es eine. Oh meine Güte, die sind aber echt. Oh, hier, da. Da ist nichts. Ich glaube, hier runter können wir. Oh! Das ist ein Außenposten vielleicht. Das ist ein Außenposten vielleicht. Meine Güte. Ich denke mal, in Zukunft wird das nicht so einfach sein, Intel zu bekommen. Wir können ja fast die ganze Karte so aufdecken. Ich würde sagen, wir fahren nach. Wir waren ja zuletzt, habe ich mir hier ein Lager aufgebaut. Aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal Geschichte. Ich glaube, wir fahren jetzt mal runter nach Imarat. Okay? Oh, guck mal, das ist ein Reparaturfahrzeug. Imarat, da müssen wir nach Südosten. Da die Straße runter. Ich will aber nicht so ein Reparaturfahrzeug nehmen, weil die sind kaputt. Da kann man nichts einladen mit dem Ace-Frachtmodul. Ist zu kompliziert, das zu erklären. Viele kennen das bestimmt. So, Inventar. Nehmen wir mal Erste Hilfe. Ich bin voll. Tourniquet. Morphium. Einfache Bandage. Komm, ich kann auch noch die wegmachen. Dann kann ich das. Nein! Guck mal, wir haben Revolver. Webley. Oh, cool. Einer der coolsten. Wir machen jetzt hier keinen Aufstand. Wir machen das erst da, wo die Dingestation ist. Meine Güte, ist das wieder laut. Ich muss hier ein bisschen brüllen. Vielleicht scheut ja noch jemand hinterher. Zu den Rebellenbergen fahren wir. Unser Rebellenführer ist genauso doof wie wir. Mit der Knarre im Anschlag und der Maske auf der Nase. Ich halte die Klappe, ich kann nicht singen. So, gut, gut. Und die Hupe, das Auto ist zu laut, man hört die Hupe gar nicht. Ich glaube, wir haben gar keine. Doch, Hupe. Der ist zu laut. Hört man hier drin nicht? Ein guter Citroën. Ja, da sitzt man noch auf dem Motor. Bah. Guck mal, die Scheibe vorne kann man auch öffnen. Seht ihr das?
cool. Guck mal, diese alten Scheibenwischer da, die musst du so anmachen und die haben, da gab es auch noch keine Intervallscheibenwischer. Auch eine interessante Geschichte über die Intervallscheibenwischer, wie die erfunden wurden. Da gab es auch erstmal Patentdiebstahl und so von den großen Autofirmen, weil das so ein Mann im Keller erfunden hat, dass die Scheibenwischer nur ab und zu mal wischen. Ja? Auch interessant. Müsst ihr mal googeln. Da gibt es auch, glaube ich, einen Film zu oder eine Doku. Da glaube ich, ein paar. Der hieß Jonathan Intervall Scheibenwischer. Ja, so der Erfinder des Telefons war, hieß auch Robert Telefon oder Jim Flugzeug, Heinrich Automobil. Oh, wir können wieder hören. Darum laufen sie. Jetzt muss ich aufpassen. Okay, machen wir erstmal. Hey du, willst du der Rebellion beitreten? Komm schon. Die sind scheiße. Komm schon. Ich bin der beste Kanal. Oh. Okay, er macht mit. Sehr gut. Ich bin verdächtig. Jetzt müssen wir warten. Da oben steht's. So zivil. Jetzt machen wir den nächsten. Meine Güte. Heinrich vom Alpenland macht Urlaub in Tadschikistan. Blonder geht's ja gar nicht. Wahrscheinlich schon eher Schwede. So, dann heizen wir die ganze Szene mal an. Da sind sie. Die polnischen Widerstandskämpfer, die habe ich als Sicherheitskräfte eingeführt, weil ich wollte irgendwas machen, die verschiedene Waffen besitzen. Und meistens haben ja dann lokal rekrutierte Kollaborateure oder was auch immer, Zwangsrekrutierte ja meistens dann einfach den jämmerlichen Rest bekommen. Sowas wie Stanguns oder französische, davon gab es ja am meisten. Französische Waffenreste. Okay. Sehr gut. Folgen Sie 3, folgen Sie 4. Die Station ist dort. Da, wo wir angehalten haben. Oh. Herr Wachtmeister. Ich geh mal lieber hier lang. Mann, hier sind aber nicht viele. Oh, den sind jetzt bestimmt am Fesseln, oder? Dem haben wir schon gesprochen. Ja, Schweine. Unfassbar! Okay, das ist ein Problem hier. Okay, der weiß das schon. Ich muss ein bisschen warten. Ist immer noch stable. Den einen Typen befreien kann ich vergessen. Aha. Sehr gut. Das ist, den haben wir schon gefragt. Ich glaube, den haben wir doch noch nicht gefragt. Befreien kann ich den nicht. Die erschießen mich. Ah, da ist schon einer mit einer Knarre. 2! Cool! Vorwärts! Befreien wir! Da ist er. Komm, wir gucken mal zu, wie gut er schießt. Er sucht sich sein Ziel noch aus, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie laut das ist. Nee, jetzt ich glaube, er hat keine Munition, oder? Oh Gott, ich glaube, er hat gar keine Munition gehabt. Der Arme. Geile Geräusche, oder? Wenn ihr die alten noch nicht gehört habt, Vergleich, ist das richtig gut. Den haben wir schon gefragt. Müssen noch ein paar mehr fragen, bevor wir hier... Nee, die wollen wir nicht fragen. Wir sind noch nicht durch. Oh Mann, sind das viele. Scheiße. Halt alle so auf ein paar Häuser gepappt. Die schießen aber nicht auf mich, ne? Oh, was war das denn? Oder ist schon irgendwas explodiert? War das eine Bombe oder eine... Ja, ich glaube schon, ne? Ist schon direkt einer gesprengt. Ach, das war die Polizeistation. Also ich kann jetzt noch nicht ballern. Komm, ich befreie den einen Typen da jetzt mal. Komm, ich mach nochmal in Zeit. Komm, die sehen das doch nicht. Komm schon, die sind beschäftigt. Ich befreie dich, schnell. Der Widerstand greift an. Hol dir eine Knarre.
Ich bin feindlich. Oh Mann, das ging schnell. Oh Mann, ich bin tot. 3, 2, 1. Wir verstecken. Okay, jetzt haben wir es. Verdächtig. Okay. Das ist gut. Wir sind wieder safe. Okay, ich bin wieder zivil. Das geht schnell, ne? Ich bin der vertrauenswürdigste Bürger. Er schießt sie los, diese Verräter! Diese dreckigen Rebellen! Meine Güte, ich brauche Maschinengewehr oder so. Aber die Kübelwagen sind alle da unten, auch auf der Straße. Da liegt einer. Ich könnte den erschießen, das würde keiner mitbekommen. Ich bin doch nur ein unschuldiger Bürger. Ich nichts gemacht. Da hinten wurde einer von euch erschossen. Unfassbar, nein. Sowas auch. Spot nochmal neuer. Das ist der, der gefesselt war. Meine Güte, hier gibt's echt wenig. Da ist noch einer. Komm, wir gehen mal da rüber zur... Oh, scheiße. Ich glaube, die haben das ganze Polizeigebäude gesprengt. Das wäre echt nicht gut. Oh, guck mal, das trägt einer mit der Knarre gespawnt. Oh, jetzt werft keine Granaten auf... Oh, shit! Wir fragen den nochmal. Okay, I might join sometime later. Er hat ja bestimmt irgendwas Wichtiges zu tun. Okay. Da ist einer, okay. Pass auf, wir parken uns ein Auto hier vorne. Ein Fluchtfahrzeug. Und dann schauen wir mal, ob wir die Kisten da rauskriegen. Ich bin alleine, ich muss ein bisschen tricksen. Nicht auf mich! Die wehren sich gar nicht. Denn los? Ach, es kann sein, dass ich... Das kann an einem Fehler von mir liegen, aber... Aber es ist nicht so schlimm. Fahrer! Got a minute? Nee. Ich darf dir jetzt auch nicht umfahren oder so. Ich muss aufpassen. Oh, oh, aussteigen. Nein! Oh Gott. Oh, die schießen nicht auf mich. Boah, Alter, die sind hier am Abknallen ohne Ende. Ich muss noch mal gerade was kontrollieren. Nein. Der meint aber nicht, hoffentlich. Wo ist denn der eine Typ, der hier abgeknallt wurde? Dann können wir gerade mal gucken. Die spawnen mit leeren Waffen. Der lebt sogar noch. Ja, er hat ne, Munition hat er, Pistole auch, alles gut. Die sind wahrscheinlich nur zu blöd. Geschossen damit wurde aber auch nicht, ne? Oh, oh. Nein! Aber die Walter ist auch ganz gut. Die können wir jetzt gut gebrauchen. Ne, doch, hat geschossen. Sehr gut, ich bin stolz. Okay. Das Auto steht ready. Dann müssen wir jetzt mal uns verbarrikadieren. Gehen erstmal hier rein. Scheiße, scheiße.
Die Grease kann nehmen, ich weiß ja nicht. Ist als nix. Schießt nicht auf mich! Ihr schießt nicht auf mich! Oh Gott! Dreckige Knarre! Oh, ich brauche einen Karabiner. So nicht. Muss einzelne präzise Schüsse. Oh, Lee Enfield, das können wir gut gebrauchen. Ah, das ist super. Hat gut viel Munition. Oh, da kommt ein Flankenfeuer. Den habe ich. Ist einer von meinen oder nicht? Scheiße. Das ist ein Problem, wenn die hier reinkommen. Ich höre die leider nicht. Oh, es geht los! Seewiderstand ist live! Er schießt aber auf mich. Aber nicht zwischen den Bäumen, oder? Muss aufpassen, wenn die... Das gibt's doch nicht. Okay. Redet keiner mehr. Guck mal, da ist die andere Kiste. Die ist draußen gespawnt. Das habe ich erst jetzt gesehen. Oh, Alter, den hat einer erschossen. Habt ihr das gesehen, wie der umgefallen ist? Okay. Oh, boah, schreck mich doch nicht so. Boah, Alter. Okay, Fluchtfahrzeug bereit. Vielleicht nehmen wir das andere. Scheiße. Was? Oh! Was für ein Aimbot? Habt ihr das gesehen? Das gibt's doch nicht. Mann. Ich bin wieder da. Unfassbar. Sechster im Lotto. Komm schon. Ich schaff das. Ich muss hier weg. So, Mullbinde. Gott sei Dank habe ich davon ein paar genommen. Komm schon. Sehr gut. Okay, dann machen wir noch ein Morphium. Nicht, dass wir das... Eine große Menge Blut verloren. Ich nehme mal kein Morphium. Ich glaube, den kippe ich um. Oh, mein...
Warte, ich kann kaum... Okay, das sind Feinde. Er hat auf mich geschossen, also denke ich mal, es ist ein Feind. Okay. Okay, das ist... Okay, alles klar. Wir versuchen mal zu claimen. Hat funktioniert? Dann kann ich jetzt bauen. Damit können wir jetzt die Sachen einsammeln. Das ist quasi unser mobiles Sammler... Das ist quasi unsere mobile Basis, ja? Ich versuche mal zivil zu gehen jetzt. Das ist kein gutes Zeichen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Boah! Oh nein, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss. Kommt die Verstärkung von denen. Jetzt muss ich schnell die Kiste aufsammeln, bevor die in der Zone liegen bleibt. Boah, puh. Ist gut, dass die KI kapiert das nicht mit der Kiste. Der kommt in den... Da kommen sie. Ich bin nur ein Zivilist, ich habe nichts angestellt. Wow, shit. Ich bin im Kreuzfeuer, das ist nicht gut. Oh, scheiße. Ich sammle schnell die Sachen ein in den Fahrzeugen und dann hauen wir ab. Oder ich baue mir eine Position irgendwo in einem Haus und das wird unser. Das ist unser Platz, den geben wir nicht auf. Sehr gut, danke für die Ressourcen, ihr Lappen. Eine Granate und wir sind alle tot. Ich hoffe, das macht auch nichts, das Tragen. Okay. Soll ich den Kübelwagen da oben auch noch leer machen? Das gibt dann nochmal... In den Fahrzeugen sind halt überall Waffen drin. Besonders in diesen Kisten und Baumaterial vor allen Dingen. Das Problem ist, ich kann hier nicht spawnen. Ich müsste mir eigentlich einen Außenposten irgendwo aufbauen. Wenn die mich gleich killen, dann muss ich 10 Kilometer laufen. Ich könnte doch jetzt in der Stadt gehen, wo wir hergekommen sind. Da fahren wir hin. Und da graben wir uns ein. Und das wird dann das Widerstandsnest. Ich weiß ja nicht. Also das wäre dann, da. Leaf. Ich glaube, hier gibt es keine Basis. Wäre sogar recht safe. Oh, warte, doch. Ich glaube, hier ist ein Außenposten. Ich weiß das ja leider. Aber es nur möglicherweise. Nur der... Oh Mann. Der Widerstand ist eigentlich so gut wie besiegt. Gut, dann hauen wir jetzt hier ab. Mission erfolgreich. Die sind beschäftigt. Guck mal, das ist auch der Offizier. So, weg hier. Beladen. Komm, dann befreien wir jetzt, wir fahren zurück, würde ich sagen. Oder wir machen... Oh, Gamsa ist auch gut. Ne, wir drehen um. Wir machen die nächste Polizeistation und dann gehen wir nach Gamsa. Gamsa! Okay, Leute. Das war die erste Folge. Arma 3 Vindicta. Wir fahren jetzt auf dem Weg zur nächsten Siedlung und machen die unsicher. Wir haben unsere Ressourcen geklaut. Und bei den nächsten Folgen werden wir bestimmt auch mal ein oder zwei mehr Spieler sein. Ja? Also, Leute, bis zur nächsten Folge. Arma 3 Vindicta. Drückt meine Daumen, dass wir... Oh, scheiße. Da kommt das DAK. Oh. Oh. Hallo. Ich fahr mal weiter, ne? Oh, shit. Direkt mit STG 44 und MG. Boah. Die sind ja direkt bewaffnet. Alter.
Bloß weg hier. Also haut rein, Leute.